War Hagrid wirklich ein Todesser? Das und mehr jetzt in diesem Video. Die Harry Potter Welt ist riesig und es gibt so viele Theorien bei fast jedem Thema, was man anspricht. Im heutigen Video werden wir auf eine interessante Theorie eingehen und eine Analyse dazu treffen. Die Fantheorie stammt nicht von mir, das vorab gesagt. Also fangen wir direkt an. Die Theorie besagt Folgendes. Hagrid war die ganze Zeit über einer von Voldemorts hochrangigsten Todessern und das erscheint vielleicht erstmal etwas absurd, aber hört gerne bis zum Ende zu und eventuell werdet ihr ja doch von dieser Theorie überzeugt sein. Diese Theorie ist sehr lang ausgeführt und ich werde sie für euch zusammenfassen. Also los geht es mit einer der plausibelsten Theorien über Harry Potter, die ich je gehört habe. Es ist eine ziemlich lange Theorie mit mehreren Argumenten. Die Theorie wird von 5 Hauptpunkten gestützt. Nummer 1, Hagrid ist ein hochrangiger Diener von Lord Voldemort. Nummer 2, Hagrid ist insgeheim ein viel talentierterer Lügner, als er zugibt. Nummer 3, Hagrid ist insgeheim ein viel talentierterer Zauberer, als er zugibt. Nummer 4, Hagrid hat im Auftrag von Lord Voldemort verdeckte Spionage, Sabotage und Aufspürung betrieben. Nummer 5, Hagrid steht mindestens seit dem ersten Zaubererkrieg in den Diensten von Lord Voldemort, möglicherweise sogar schon seit seiner Zeit in Hogwarts. Fangen wir an mit dem ersten Beweis. Hagrids unmittelbare Anwesenheit im Haus der Potters deutet darauf hin, dass er über fortgeschrittene Schnellreisezauber verfügt. Als wir Hagrid zum ersten Mal treffen, bringt er gerade das Baby Harry zum Haus der Dursleys. Er fährt mit dem Kind auf Sirius' Motorrad hin. Aus späteren Büchern wissen wir, dass Sirius Hagrid das Motorrad geschenkt hat, als er im Haus der Potters war. Godric's Hollow liegt irgendwo im West County von England und wir wissen, dass Hagrid in Hogwarts lebt, irgendwo im schottischen Hochland. Wir wissen auch, dass Hagrid aufgrund seines Ausschlusses aus Hogwarts keine Magie verwenden darf, was seine magischen Fähigkeiten vermutlich auf die Stufe eines Erst-, Zweit- oder Drittklässlers stellt. Hagrid hätte in seinen 3 Jahren Schule in Hogwarts nichts von dieser Magie gelernt. Es gibt nur 2 Erklärungen. Er benutzt eine Art von Magie, um sich schnell fortzubewegen, oder er befand sich bereits in der Gegend des Anschlags auf das Haus der Potters und konnte sofort auf die unerwartete Explosion reagieren. Ohne Mittel zur Schnellreise hätte sich Hagrid bereits in Godric's Hollow aufhalten müssen. Aber warum sollte er das tun? Es gibt keine frühere Verbindung zwischen Hagrid und Godric's Hollow, außer dass er James und Lily kannte. Der Angriff von Voldemort auf die Familie Potter kam für den Orden des Phönix auch unerwartet. Es ist viel wahrscheinlicher, dass Hagrid über ein Mittel zur Schnellreise verfügt, was auf eine viel fortschrittlichere Stufe der Magie schließen lässt, als wir von ihm erwartet haben. Ein weiterer Punkt besagt, dass Hagrid wusste, wo er Harry abholen musste, wahrscheinlich weil Wurmschwanz es ihm gesagt hatte. Woher wusste Hagrid überhaupt, wo er Harry denn generell abholen musste? Wir wissen, dass James und Lily sich mit Hilfe des Fidelius-Zaubers versteckt hielten. Dieser Zauber verhindert, dass irgendjemand außer dem Geheimniswahrer, in dem Fall Wurmschwanz, erfährt, wo sich die Potters aufhielten. Auch niemand außer Wurmschwanz kann es jemand anderem sagen. Doch irgendwie tauchte Hagrid nur wenige Minuten nach dem Angriff in dem Haus der Potters auf. Es ist möglich, dass Dumbledore Hagrid unmittelbar nach dem Tod der Potters sagt, wohin er gehen soll, aber in diesem Fall müsste man zu dem Schluss kommen, dass Hagrid zu hochgradiger Magie fähig ist und es stellt sich die Frage, woher Dumbledore vom Tod der Potters wusste. Da Wurmschwanz erst in Buch 7 stirbt, ist die viel einfachere Schlussfolgerung, dass Hagrid in Buch 1 wusste, wohin er gehen musste und dass Wurmschwanz ihn zusammen mit Voldemort in das Geheimnis eingeweiht hatte. Der nächste Punkt ist, dass Hagrid um die Funktion und Wirkung von Horcruxen Bescheid weiß und dass Voldemort sie benutzt hat. In einem seiner ersten Gespräche mit Harry sagt Hagrid, dass Voldemort nicht wirklich gestorben ist und kommentiert Folgendes. Manche sagen, er sei gestorben. Meiner Meinung nach ist das Unsinn. Ich weiß nicht, ob er noch genug Menschliches in sich hatte, um zu sterben. Die meisten von uns vermuten, dass er noch irgendwo da draußen ist, aber seine Kräfte verloren hat. Zu schwach, um weiterzumachen. Ungeachtet dessen, was Hagrid sagt, ist der Glaube an Voldemorts Überleben eine völlige Abweichung von der Haltung, den wir von dem Rest der Zaubererwelt mitbekommen. Hagrids Bemerkung erweist sich auch als sehr konkret und sehr zutreffend, was Voldemorts Realität betrifft. Kommen wir zum nächsten Punkt. Dass Hagrid Dudley einen Schweineschwanz wachsen lässt, zeigt, dass Hagrid einer der mächtigsten dunklen Zauberer ist, die wir in der gesamten Reihe sehen können.
Wir sehen Hagrid bei seinem allerersten Auftritt zwei erstaunliche Dinge tun. Er wendet einen ziemlich mächtigen Zauberspruch mit einem gebrochenen Zauberstab an und verwendet ihn als Vergeltung gegen den Muggel, der ihn belästigt hat, indem er seinen eigenen Muggelsohn verletzt. Das zeigt, dass Hagrid fähiger ist, als er vorgibt. Nachdem Vernon Dumbledore einen Spinner genannt hat, wendet Hagrid die Verwandlung an Dudley an und verwandelt ihn in ein Schwein, das halb Mensch ist. Hagrid behauptet, er habe sich geirrt und wollte ihn ganz in ein Schwein verwandeln, aber wir können nicht sicher sein, ob das die Wahrheit ist. Er führt diesen Zauber nonverbal aus, während er einen Zauberstab benutzt, der in zwei Hälften zerbrochen wurde. Wie fortschrittlich ist diese Magie also bitte? Verwandlung und Transfiguration gilt als eine anspruchsvolle und genaue magische Disziplin. Die menschliche Verwandlung gilt als äußerst fortgeschritten und wird nur auf Newt-Stufe unterrichtet. Wie kann ein größtenteils unausgebildeter Zauberer mit einem zerbrochenen Zauberstab, dem es sogar verboten ist, Magie zu praktizieren, etwas vollbringen, das nur auf Newt-Niveau gelehrt wird und das weitaus fortgeschrittener ist als alles, was wir die Schüler bis zur 6. Klasse lernen sehen? Er führt den Zauber sogar nonverbal aus, was so schwierig ist, dass nur wenige Zauberer es überhaupt können. Das zweite wichtige Element in dieser Szene ist, dass Hagrid einen mächtigen Zauber gegen einen Muggel in feindseliger Weise einsetzt. Hagrid zeigt nicht nur eine völlige Missachtung der Sicherheit eines Menschen, sondern er verliert auch seine Beherrschung und tut dies mit völliger Feindseligkeit. Danach unternimmt Hagrid keinen Versuch, den Zauber rückgängig zu machen und lebt einfach fröhlich weiter, während Dudley gezwungen ist, sich operieren zu lassen. Der nächste Punkt ist, dass Hagrid wohl von Voldemort gelernt haben soll, ohne Hilfe zu fliegen. Ungestütztes Fliegen ist eine bemerkenswerte, seltene Fähigkeit, denn in der gesamten Serie gibt es nur zwei Zauberer, die das können, Voldemort und Snape. Zauberer benötigen einen Mechanismus, um sich durch die Luft zu bewegen, in der Regel ein Besenstiel, aber wir sehen auch Testrale und verzauberte Fahrzeuge. Voldemort erfindet das Fliegen ohne fremde Hilfe und bringt es später seinem engsten Vertrauten Snape bei. Wir wissen, dass Voldemort Menschen das Fliegen ohne fremde Hilfe beibringen kann und er lehrte Snape, wie man das macht. Aber warum ist das für Hagrid relevant? Es gibt einen Umstand, unter dem Hagrid reist, der sich nicht anders erklären lässt. Im Buch 1 sammelt Hagrid Harry auf einer Insel ein. Das Boot, mit dem die Dursleys und Harry die Insel erreicht haben, liegt immer noch am Kai, als Hagrid ankommt. Harry ist verständlicherweise verwirrt. Geflogen, sagte Hagrid. Wir wissen, dass Hagrid auf die Insel geflogen ist. Das Motorrad von Sirius Black hatte er nicht mehr und auf der Insel gibt es außer dem Boot kein anderes Fahrzeug mehr. Wir wissen auch, dass Hagrid nicht auf einem Besen zur Insel geflogen ist. Wie ist Hagrid dann auf die Insel gekommen? Ein Besenstiel oder ein Testral hätte sein Gewicht nicht tragen können und es gibt keine verzauberten Fahrzeuge auf der Insel. Es gibt nur das eine Boot, mit dem Hagrid mit Harry zurückfährt und die Dursleys auf grausame Weise auf der Insel stranden lässt, ohne dass sie überhaupt entkommen können. Die einzige andere Methode des Fliegens, die wir kennen, ist Voldemorts Fähigkeit, ohne fremde Hilfe zu fliegen, die er seinen engsten Anhängern beibringt, Snape und vermutlich Hagrid. Der nächste Punkt besagt, dass Hagrid Harry persönlich dem Diener von Lord Voldemort vorgestellt hat. Der erste Ort, an den Hagrid Harry bringt, nachdem er ihn abgeholt hat, ist die Winkelgasse. Der Zeitpunkt ist zufällig genau dann, als Professor Quirrell, Voldemorts Diener, dort ist. Während sich alle vorstellen, ist die einzige Person, die Hagrid wählt, um sie vorzustellen, Quirrell. Es mag ein Zufall sein, dass Quirrell an diesem Tag und zu diesem Zeitpunkt während Harrys spontanem Besuch im tropfenden Kessel war, aber es ist wahrscheinlicher, dass es sich um eine koordinierte Aktion zwischen Hagrid und Voldemort handelte, damit Voldemorts Diener sich mit seiner Zielperson Harry treffen kann. Als nächsten Punkt haben wir, Hagrid liefert Harry Potter persönlich bei Voldemort im verbotenen Wald ab. Im Buch 1 müssen Neville, Hermine, Draco und Harry mitten in der Nacht mit Hagrid nachsitzen. Aus irgendeinem Grund beschließt Hagrid aber, die Erstklässler mit in den verbotenen Wald zu nehmen, wo er sich so sehr vor den Gefahren fürchtet, dass er seine Armbrust mitbringt. Dann teilt er die Kinder sofort in zwei Gruppen auf. Am Ende gehen zwei elfjährige Kinder mitten in der Nacht mit einem feigen Hund allein im verbotenen Wald auf einem von Hagrid ausgewählten Weg. Das ist ein Maß an Verantwortungslosigkeit, das in den Harry Potter Büchern selten vorkommt. Harry und Draco laufen Voldemort im Wald direkt in die Arme. Draco und Fang ziehen sich zurück und lassen Harry ganz alleine mit Voldemort zurück. Wäre Firenze nicht rechtzeitig und unerwartet aufgetaucht, wäre Harry das willkommene und mühelose Ziel für jemanden gewesen, der ihn seit über einem Jahrzehnt tot sehen will. All das lässt sich leicht erklären, denn Hagrid ist Voldemorts Diener und hatte ihn als solcher schon früh über den Plan informiert, dass Harry in die Richtung gehen würde.
Als nächsten Punkt haben wir, dass Hagrid Voldemort bereitwillig sensible, sicherheitsrelevante Informationen gibt, ohne sie seinem Arbeitgeber zu melden, also Dumbledore. Hagrid und Dumbledore sind die einzigen Personen, von denen wir wissen, dass der Stein der Weisen in Verlies 713 in Gringotts aufbewahrt wird, einem hochsicheren und geheimen Ort. Es ist erwähnenswert, dass die einzige andere Person, die von seinem Aufenthaltsort weiß, Quirrell bzw. Voldemort ist. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass Hagrid ihm gesagt hat, wo er sich befindet, als Dumbledore, seien wir mal ehrlich. Sobald der Stein der Weisen in Hogwarts angekommen ist, wird er hinter einer Reihe von magischen Schutzvorrichtungen versteckt, um ihn vor Voldemort zu schützen. Hagrid stellte Fluffy, den dreiköpfigen Hund, als erste Verteidigungslinie auf. Hagrid kannte vielleicht nicht die Schutzvorrichtungen von den anderen Professoren, aber er kannte ihre Identitäten und wusste, wo sich der Stein befand. Wir wissen mit Sicherheit, dass er Voldemort die Lösung seines Teils der Operation verraten hat und sehr wahrscheinlich auch den Ort und die Identität der anderen Professoren. Was Hagrid verriet, war schwerwiegend. Er sagt selbst, dass er alle Informationen über Fluffy in einem Kartenspiel verriet, bei dem er ein Drachenei von einem Fremden gewann. Er kann den Fremden nicht beschreiben, weil er seinen Mantel nicht abnehmen wollte und Hagrid daher sein Gesicht nicht sehen konnte. Hagrid erinnerte sich an ein Gespräch über Hogwarts, seine Beschäftigung mit magischen Geschöpfen, speziell mit Fluffy natürlich, und wie man an Fluffy vorbeikommt. All dies berichtete er dem Trio. Es ist wahrscheinlicher, dass er die Informationen an Quirrell mit Absicht weitergegeben hat. In der Kammer des Schreckens erfahren wir von Hagrid Folgendes. Hagrid weiß, wer Voldemort ist und kennt ihn schon seit Jahren. Und Hagrid verbringt ohne Erklärung Zeit in Gegenden, die für dunkle Zauberer und Hexen bekannt und normal sind. Der erste Punkt besagt, dass Hagrid einer von Voldemorts ältesten Gefährten ist und er seine wahre Identität kennt. Die wahre Identität von Voldemort ist ein Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Dumbledore sagt selbst, nur wenige wissen, dass Lord Voldemort einst Tom Riddle hieß. Ich selbst habe ihn vor 50 Jahren in Hogwarts unterrichtet. Hagrid ist sich sicher bewusst, dass Voldemort Tom Riddle ist, der Junge, den er kannte. Im Kapitel über die Winkelgasse im Buch 1 erzählte Hagrid Harry, dass Voldemort ein Slytherin war und bestätigte, dass er vor vielen Jahren nach Hogwarts ging, was außer Dumbledore und natürlich Slughorn niemand wusste. Hagrid erwähnt nie wieder, dass er Tom Riddle oder Voldemort kennt. Er spielt nie auf seine Geschichte mit Voldemort an, die sich über Jahrzehnte erstreckt, länger als bei jedem anderen außer Dumbledore. Wer weiß, welche Art von Beziehung sich vor so langer Zeit entwickelt haben könnte, ohne dass jemand anders dies bestätigen oder dementieren könnte. Als nächsten Punkt haben wir, dass Hagrid sich verdächtig in der Nocturngasse herumtreibt. Es ist ein zwielichtiger Ort, an dem es von zwielichtigen Zauberern nur so wimmelt und an dem sich Geschäfte befinden, die sich den dunklen Künsten verschrieben haben. Und wen trifft Harry dort zufällig? Natürlich Hagrid. Hagrid ist angeblich in einer zwielichtigen Gasse mit Geschäften, die sich mit den dunklen Künsten auseinandersetzt und einen unheimlichen Ruf hat, um angeblich Gartenbedarf für seine Kohlköpfe zu kaufen. Im Gefangenen von Azkaban erfahren wir von Hagrid Folgendes. Hagrid hat ungewöhnlichen Zugang zu den Mächtigen und Einflussreichen, darunter auch zu Voldemorts Hauptzielen. Hagrid verbreitet absichtlich Fehlinformationen und Gerüchte, die nur dazu dienen, Voldemort zu helfen. Hagrid arbeitet als Hüter der Schlüssel in Hogwarts. Er ist ein Schulabbrecher mit minimaler Bildung und dafür doch sehr beeindruckenden Fähigkeiten. Und wie kommt es dann, dass Hagrid mit einigen der reichsten, mächtigsten und einflussreichsten Menschen der Welt so ungezwungen verkehren kann? Hier sind zwei Beispiele. Als Vertrauter von Dumbledore wird Hagrid mit geheimen Aufträgen von größter Wichtigkeit betraut. Hagrid pflegt ein freundschaftliches Verhältnis zum Zaubereiminister Cornelius Fudge und spricht sich mit ihm mit Vornamen an. Hagrid ist auch ein langjähriges Mitglied des Orden des Phönix. Von allen Erwachsenen in der Serie pflegt Hagrid die engste Beziehung zu Harry Potter und seinen Freunden. Für einen vermeintlich sozial unbeholfenen Hausmeister, Schulabbrecher und Halbriesen sind diese Beziehungen geradezu unglaublich. Und was vielleicht am wichtigsten ist, sie sind alle von großem Interesse für Lord Voldemort. Hagrid war auch eines der ersten Mitglieder des Orden des Phönix. Er war in ihre Geheimpläne und Operationen also auch eingeweiht. Hagrid verbreitet Informationen, die oft privat sind oder keinen Grund haben, besprochen zu werden, außer dass er damit den Zweck verfolgt, gute Menschen gegeneinander aufzubringen oder Verwirrung zu stiften. Dies wird am besten durch ein Gespräch im Buch 3 veranschaulicht. McGonagall, Flitwick, Fudge und Hagrid besprechen private Informationen über Sirius Black.
Die Todesser, die das wissen, scheinen begeistert zu sein, dass Black für Morde verantwortlich gemacht wird, die er nicht begangen hat. Fast nichts hilft Voldemort mehr als Zwietracht und Misstrauen zwischen den Mitgliedern des Orden des Phönix und der Zauberergemeinschaft im Allgemeinen. Darüber hinaus führt die Verbreitung von Fehlinformationen dazu, dass das Ministerium seine Bemühungen und Ressourcen vergeudet, Ängste schürt und die Dementoren an öffentlichen Orten platziert. Im Feuerkelch erfahren wir vermeintlich Folgendes von Hagrid. Hagrid stimmte sich mit Barty Crouch Jr. ab, um Harry an Voldemort auszuliefern. Hagrid hat beim trimagischen Turnier unrechtmäßig und unmoralisch betrogen und Hagrid rettete Voldemorts Zauberstab. Im Kapitel Der ungarische Hornschwanz im Buch 4 wird Hagrid in Hogsmeade gesichtet, als er allein mit Moody alias Barty Crouch Jr. ein Gespräch unter vier Augen führt. Zwischen Hagrid und Moody gibt es weder eine feste Beziehung, noch einen Grund, warum sie gemeinsam nach Hogsmeade zu einem privaten Drink gehen sollten. Als sie aufstehen, um zu gehen, entdeckt Crouch Harry unter einem Unsichtbarkeitsumhang. Kurz darauf lädt Hagrid Harry heimlich zur Vorschau auf die erste Aufgabe ein. Diese Vorwarnung vor der ersten Aufgabe für Harry ist offensichtlich eines der Dinge, die sie in ihrem heimlichen geheimen Gespräch besprochen haben. Hagrid ist der einzige Erwachsene, von dem wir wissen, der ein gutes persönliches Verhältnis zu Crouch hat, der den vermeintlichen, ehrlichen Hagrid in eine Verschwörung einweiht, um auf unethische Weise für Harry beim trimagischen Turnier zu betrügen. Die wahrscheinlichste Erklärung dafür ist natürlich, dass Hagrid Crouch tatsächlich kennt, dass sie eine feste Beziehung haben und dass sie das gleiche Ziel verfolgen, Hagrid zum trimagischen Pokal und damit zu Lord Voldemort zu bringen. Als nächsten vermeintlichen Punkt haben wir, dass Hagrid Voldemorts Zauberstab 13 Jahre lang aufbewahrt hat. Voldemorts Zauberstab, den Ollivander ihm verkaufte, als er 11 Jahre alt war, ist ein Zauberstab mit einer Phönixfeder und der Zwilling von Harry Potters Zauberstab. Das ist der Zauberstab, den er zum Haus der Potters mitnahm, um Lily und James zu töten. Später sehen wir, dass Voldemort diesen Zauberstab bei seinem Friedhofsduell mit Harry Potter benutzt. Wie hat Voldemort nach 13 Jahren des Versteckens seinen Zauberstab zurückbekommen? Voldemorts Zauberstab befand sich bereits in der Robe, die ihm zur Verfügung gestellt wurde, als er im Buch 4 seinen Körper zurückbekam. Unmittelbar vor den Morden an den Potters waren aber nur wenige Personen anwesend, die Voldemorts Zauberstab hätten mitnehmen können. Hagrid kam zuerst und holte Harry ab, um ihn den Dursleys zu übergeben. Sirius traf als Zweiter ein. Wir wissen, dass Sirius zu diesem Zeitpunkt sein Motorrad an Hagrid übergab und sich auf die Suche nach Wurmschwanz machte, den er kurze Zeit später fand. Und Sirius wurde sofort danach verhaftet. Das heißt, wenn Sirius den Zauberstab mitgenommen hätte, wäre er in den Händen des Ministeriums gelandet. Wenn der Zauberstab im Haus zurückgelassen wurde, hätte das Ministerium ihn bei der Durchsuchung des Hauses auch sichergestellt. Somit ist Hagrid die einzige mögliche Person, die Voldemorts Zauberstab eingesammelt haben kann. Außer diesen beiden, Sirius und Hagrid, ist niemand vor den Muggeln und dem Ministerium am Tatort eingetroffen. Hätten Sirius, die Muggel oder das Ministerium den Zauberstab eingesammelt, wäre er nicht in Voldemorts Gewand auf dem Friedhof gelandet, sondern in zwei Teile zerbrochen worden. Ein Todesser muss den Zauberstab vor seiner Beschlagnahmung und wahrscheinlichen Zerstörung erhalten haben, und Hagrid ist die einzige wahrscheinliche Möglichkeit, wie das stattgefunden haben kann. Im Orden des Phönix erfahren wir vermeintlich Folgendes von Hagrid. Hagrid ist ein fähiger, verdeckter Ermittler, nicht das Trampeltier, als das er sich ausgibt. Hagrid versorgt Voldemort mit operativen Plänen und Informationen. Hagrid ist ein Experte in der Anwendung verdeckter Techniken. Und Hagrid war seit dem ersten Zaubererkrieg Mitglied des Orden des Phönix. Vermutlich hat er in seiner Eigenschaft als Mitglied in ihrem Namen an zahlreichen Operationen teilgenommen, bei denen Geheimhaltung von größter Bedeutung war, und er hat dies auch im zweiten Zaubererkrieg fortgesetzt. Er wurde mit äußerst heiklen Operationen betraut. Die Geschichte seiner Verhandlungen mit den Riesen ist ein gutes Beispiel dafür, dass Hagrid ein ausgeprägtes Situationsbewusstsein, ein brillantes Urteilsvermögen und die Fähigkeit zu verhandeln und zu lügen besitzt. Während des Ausflugs zu den Riesen erkannte Hagrid, dass er und Madame Maxime vom Zaubereiministerium verfolgt wurden. Hagrid führte daraufhin erfolgreiche Gegenüberwachungstechniken durch, um die erfahrenen Beamten des Ministeriums abzuschütteln.
Im Gegensatz zu seiner früheren Darstellung beweist Hagrid jetzt großes Geschick bei verdeckten Aktionen, das nötige Situationsbewusstsein und die Fähigkeit, geschulten Strafverfolgungsbeamten etwas entgegenzusetzen. Außerdem die Fähigkeit, taktvoll zu sein, zu verhandeln und bei Bedarf überzeugend zu lügen. Jedes Mal, wenn Hagrid einen Fehler macht, bei dem ihm Informationen entgleiten, dient dies letztendlich und vorhersehbar Voldemorts ultimativen Zielen. Außerhalb dieser Umstände ist er äußerst fähig, was beweist, dass diese Fehler absichtlich begangen werden, um Voldemort unter dem Deckmantel der Ungeschicklichkeit oder des Leichtsinns zu unterstützen. Im Halbblutprinzen erfahren wir vermeintlich Folgendes über Hagrid. Hagrid hat eine ungesunde Beziehung zu Harry Potter und sabotiert ihn systematisch. Fangen wir an mit Hagrids Einfluss auf Harry Potter. Hagrid ist Harrys erste Einführung in die magische Welt und die erste Person, die Harry als Rettungsanker sieht. Hagrid lädt Harry regelmäßig zu sich ein und zeigt vom ersten Jahr an ein besonderes Interesse an ihm. Es ist offensichtlich, dass Hagrid Harry und damit auch Ron und Hermine mit mehr Aufmerksamkeit behandelt als die anderen Schüler. Hagrid weiht sie auch in Geheimnisse ein und er verpfeift sie nicht, wenn sie Regeln brechen oder Dinge tun, die ihre Ausbildung offensichtlich gefährden könnten. Tatsächlich ermutigt Hagrid das Trio und fordert es sogar auf, Dinge zu tun, die nicht nur ihre Ausbildung, sondern auch ihr Leben gefährden könnten. Während der gesamten Saga hat Hagrid eine ungewöhnliche Beziehung zu dem Trio. Er ist ein erwachsener Mann, der dem Trio Dinge erlaubt, die sie von ihrer Ausbildung ablenken, Konsequenzen bis hin zum Schulverweis nach sich ziehen können und sogar illegal und gefährlich sind. Er gibt ihnen Deckung, wenn sie gegen die Regeln verstoßen und ist ein Ermöglicher. Dies ist keine normale Art und Weise, wie ein erwachsener Mensch mit beeinflussbaren Kindern umgeht. Seine Handlungen deuten auf ein Grooming-Verhalten hin, um Zugang zu dem Trio zu erhalten, von dem er weiß, dass es sowohl für Dumbledore als auch für Voldemort von größter Bedeutung ist. In den Heiligtümern des Todes erfahren wir vermeintlich Folgendes von Hagrid. Hagrid unterstützt Voldemort bei operativen Tätigkeiten, Hagrid sorgt für die Unterstützung Voldemorts durch die Akrobantulas, Hagrid befolgt Voldemorts Befehle und Hagrid kämpft nie gegen Voldemort oder die Todesser, bis es offensichtlich ist, dass sie verlieren werden und wechselt dann die Seite. Als ersten Punkt haben wir, Hagrid wird bei der Operation der sieben Potters nicht zur Zielscheibe und er enthüllt sogar den wahren Harry. Hagrid wird als doppelt so groß und mindestens dreimal so breit wie ein durchschnittlicher, ausgewachsener Mann beschrieben. Er ist ein riesiges Wesen. Während der Flucht der sieben Potters fliegen überall Zaubersprüche, die Todesser versuchen anzugreifen. Vor allem Voldemort tötet Moody ziemlich schnell, geht dann zu Hermine und Kingsley über und entdeckt dann, dass Harry bei Hagrid mitfliegt. Als er Harry angreift, fällt auf, dass Voldemort selbst im Flug perfekt zielt. Harry wird nur dadurch gerettet, dass sein Zauberstab von selbst reagiert. Während des Plans verkündet Hagrid den Todessern auch, dass er mit dem echten Harry zusammenfliegt. Hagrid brüllt Harrys Namen achtlos und absichtlich lächerliche 14 Mal. Der Orden des Phönix nimmt später an, dass es Harrys Einsatz des Expelliarmus war, aber es ist wahrscheinlicher, dass Hagrid die Todesser darauf aufmerksam gemacht hat, indem er Harrys Namen gerufen hat. Unglaublicherweise wird diese Möglichkeit von niemandem erwähnt. Außerdem, wie konnte keiner der Todesser, geschweige denn Voldemort, ein so großes Ziel mit einem Zauberspruch treffen? Das muss Absicht sein, wenn man bedenkt, wie riesig Hagrid ist. Nachdem Hagrid die Todesser erfolgreich auf den echten Harry aufmerksam gemacht hat, verlässt er das Motorrad und springt ab, um Harry seinem Schicksal mit Voldemort zu überlassen. Als Harry überlebt, schließt sich Hagrid der Gruppe wieder an, als hätte er Harry nie verlassen. Seltsamerweise bezieht er sich auf bestimmte Momente während Harrys Kampf mit Voldemort, die er selbst nicht miterlebt hat, wie zum Beispiel den Zauber, den Harrys Zauberstab gewirkt hat. Jemand musste ihm davon erzählt haben und es war nicht die einzige Person, die anwesend war, außer Voldemort, Harry. Als nächsten Punkt haben wir, dass Hagrids Freundschaft mit den Akromantulas Voldemort zusätzliche Rekruten verschafft. Hagrid ist der Beschützer und Ziehvater der gesamten Akromantula-Kolonie auf dem Hogwarts-Gelände. Diese Akromantulas sind blutrünstige Fleischfresser und versuchten sogar Ron und Harry zu fressen, obwohl sie von Hagrid geschickt wurden. Hagrid war im Wald mit den Akromantulas immer sicher, weil er mit Aragog und ihrer Geschichte verbunden ist. Im Buch 6 verschlechtert sich Aragogs Gesundheitszustand und er stirbt. Die Akromantulas spielen eine große Rolle in der Schlacht von Hogwarts. Die Todesser nutzten das Akromantula-Nest als eine ihrer Operationsbasen und die Akromantulas griffen Hogwarts an.
Harry nimmt an, dass die Todesser einfach in das Nest eingedrungen sind, aber wir sehen das nie mit Sicherheit und die Spinnen scheinen es auch nur auf die Verteidiger abgesehen zu haben. Da Akromantulas intelligente Wesen sind, könnte dies durchaus der Fall gewesen sein. Es würde Sinn machen, wenn Hagrid Aragog aufgezogen und im Nest immer willkommen gewesen wäre, aber stattdessen hat er vielleicht etwas anderes gesagt, damit die Leute nicht in der Nähe der geplanten Operationszentrale der Todesser hingehen. Als nächsten Punkt haben wir, dass Hagrid weder von Voldemort noch von den Todessern verletzt oder getötet wurde. Hagrid ist während dieser entscheidenden ersten Stunde des Kampfes verdächtig abwesend, von seiner Ankunft bis zu dem Zeitpunkt, an dem er von den Akromantulas verschleppt wird. Hagrid wird weggeschleppt und das nächste Mal, als wir ihn sehen, ist er bei den Todessern gefesselt. Voldemort wollte unbedingt, dass Harry zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort eintrifft. Wenn sein Befehl lautete, alle zu töten, warum war Hagrid dann noch am Leben? Er hätte sofort getötet werden müssen. Da er so ein großes Ziel ist, wäre es sicher auch nicht schwer gewesen, auf ihn zu zielen. Es ist wahrscheinlicher, dass Voldemort Hagrid als Ass im Ärmel behielt, falls Harry nicht kooperierte oder versuchte, ihn auszutricksen. Harry hat sich bereitwillig geopfert, sodass Hagrids Anwesenheit letztendlich unnötig war. Dies ist jedoch nicht das Überraschendste. Bemerkenswert ist vielmehr, dass Hagrid nicht nach der Enthüllung von Harrys Flucht getötet wurde. Die Tatsache, dass Hagrid beide Male nicht getötet wird, lässt sich leicht erklären, wenn man annimmt, dass er in Voldemorts Diensten steht. Als nächsten Punkt haben wir, dass Hagrid bereitwillig Voldemorts Befehle befolgt. Im Buch 7 wird Harry für tot gehalten. Voldemort hält es für das Beste, Hagrid Harrys Leiche tragen zu lassen. Hagrid, der die ganze Serie über jähzornig und impulsiv war, der im Buch 5 mehrere Auroren abwehrte und im Buch 7 erneut der Verhaftung entkam, befolgte Voldemorts Befehle kleinlaut. Harry nimmt an, dass Hagrid irgendwie gezwungen wird. Tatsächlich ist Harry nicht gefesselt, er gehorcht jedem Befehl Voldemorts und versucht nicht, sich zu wehren. Ganz im Gegensatz zu seiner über die ganze Serie hinweg etablierten Persönlichkeit. Hagrids Fähigkeit zu weinen und zu sprechen deutet darauf hin, dass er nicht unter dem Imperiusfluch steht. Die einzige Frage bleibt, warum weint Hagrid hier? Liegt es daran, dass er in den 7 Jahren eine echte Zuneigung zu Harry entwickelt hat? Ist es vielleicht Erleichterung darüber, dass sein jahrelanges Leben in einer Lüge zu Ende geht? Vielleicht weiß er, dass Harry seinen eigenen Tod vortäuscht, während er ihn festhält und will sich auf die Seite der Gewinner schlagen. Dies ist weitgehend unerklärlich. Und als letzten Punkt haben wir, Hagrid wechselt die Seite, als klar ist, dass Voldemort verlieren wird. Am absoluten Ende der Serie schließt sich Hagrid dem Kampf an und bekämpft tatsächlich die Todesser. Warum sollte das geschehen, wenn Hagrid ein Diener Lord Voldemorts wäre? Die einfachste Erklärung ist, dass Hagrid klug ist und auf der Gewinnerseite stehen will. Er fängt erst dann an, für die Guten zu kämpfen, wenn sich das Blatt völlig gegen Voldemort wendet. Hagrid ist die erste Person, die von Horcruxen zu wissen scheint. Etwas, das nur die besten Todesser, das Trio, Dumbledore und Slughorn kennen. Als Voldemort sich über Harrys Tod hämisch freut, geschehen mehrere Dinge, die deutlich machen, dass Voldemort letztendlich verlieren wird. Neville zerstört Voldemorts letzten Horcrux, Nagini, und macht ihn so zu einem sterblichen Menschen. Slughorn trommelt eine Menge Verstärkung zusammen, um gegen Voldemort zu kämpfen. Andere Kreaturen wie Zentauren, Hippogreife, Testrale und Hauselfen beginnen die Todesser anzugreifen und Harry verschwindet. Selbst wenn Harry zu diesem Zeitpunkt sterben würde, hätte Voldemort mit Sicherheit schon verloren. An dieser Stelle trifft Hagrid eine wichtige Entscheidung. Er beginnt zum ersten Mal im ganzen Buch, die Todesser zu bekämpfen. Allerdings kämpft er nicht gegen jeden, sondern nur gegen McNair, gegen den er einen persönlichen Groll wegen der versuchten Hinrichtung von Seidenschnabel hegt. Hagrid sieht, wohin der Kampf führt, und unabhängig von Harrys Überleben muss er auf der Gewinnerseite stehen. Letztendlich geht es ihm nur um sich selbst. Und das war's mit dieser Theorie. Was haltet ihr davon? Ich habe wirklich versucht, alle Informationen so kompakt wie möglich rüberzubringen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Theorie findet und ob ihr euch vorstellen könnt, dass diese wahr ist. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.